Läufer. Und er scheint im Gegensatz zu Timo Brack. Lila Launebär, egal wo sie antritt, immer lustig drauf, vorm Start, auch im Zielbereich, egal wie groß die Strapazen sind. Aber sie ist zwar noch drin im Rennen, aber das hat sie im Grunde genommen auch erzwungen. Wir haben vorhin ja diese eindrucksvollen Bilder gesehen. Sehen Sie? Das sind Live-Bilder. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was wir aufgezeichnet haben. Also nicht verdienen. Imke Schirsch ist eine Triathletin aus Leidenschaft. Viele bezeichnen sie auch als Triathlon-Model, weil sie auch immer mal wieder für schöne Aufnahmen zur Verfügung steht. Ja, sie hatte überhaupt einige Rückschläge. Pfeifisches Drüsenfieber hatte sie im Jahre 2003, sodass eigentlich gar nichts mehr ging. Einige Fußballer müssen da die Karriere beenden, aber sie hat den Anschluss wieder gepackt und schafft es vielleicht, Zweite zu werden hinter dieser 32-jährigen Spanierin, die Lokomotiven gleich dem Ziel entgegenstrebt. Noch 3 Kilometer zu laufen und das ist der Stand. Sie sehen, gerade mal noch 2 Minütchen. Vorsprung von Kujala auf Andrea Brede, aber es ist auch genau der gleiche Rückstand zu Virginia Berasategui. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Andrea Brede diese 2 Minuten bei 3 verbleibenden Kilometern noch zulaufen kann. Da müsste die Zweitplatzierte einbrechen und die Führende tut das mit Sicherheit nicht. Die Jungs versuchen natürlich da dran zu bleiben. Ist natürlich eine herrliche Schrittmacherin jetzt in diesem Augenblick für Läufer, die noch eine Runde mehr zu absolvieren haben. Auch vielleicht mal, Volker, den Sponsor zu präsentieren im Fernsehen, weil unsere Motorradkamera ist ja vorne dabei. Der freut sich, ja. Der Sponsor. Ja, jetzt hat sie eine kleine Gruppe gefunden hier. Zumindest der Herr links ist bei ihr. Das hilft auch, wenn man da so einen Partner findet. Thomas, oder? Nee, Tobias. Der Tobias ist das neben ihr. Der hat noch kein weißes Bändchen. Haben Sie gesehen? Links am Arm. Das heißt, er muss noch eine Runde mehr laufen. Aber er nutzt die Gelegenheit, um mit der führenden Frau zu laufen. Und Sie sehen, es gibt ihm recht, weil er überholt natürlich einige seiner Konkurrenten. Das ist der Tobias Wehrheim, Tobias Glasner aus Wehrheim. Ich habe mal nachgeschaut, Volker. Okay, super. Ja, Tobias, die ist auch ein bisschen zu schnell für dich. Mein lieber Mann, die hat aber auch einen Schritt. Ich habe mal vorhin gesagt, 3 Sekunden sind das vielleicht. Na, ist es ja nicht. Ob man die nun da am Rad umschnallt oder auch nicht, das geht ja ruckzuck. Ja, auf Hawaii, da herrschen dann noch rauere Sitten. Ja, Volker, du kennst das ja auch. Oh ja.